Moin, meine Tolle und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Immersion C4 mit der Überfelder-Modifikation. So, ich habe die Dings, die Qualität, also die Grafik ein bisschen runtergestellt, weil es dann während einer Aufnahme halt flüssiger läuft, ne? Ich werde noch mal ein bisschen mit der Grafik experimentieren, ob ich sie vielleicht nicht ein, zwei Stufen hochstellen wieder kann oder so. Auch geiles Deutsch. Hochstellen wieder kann. So, und ihr seht auch schon, Polizeipräsenz ist im Moment sehr groß. So, dann werden wir einmal Einsatzstart machen und haben gleich eine Synkope. Ne, für die Wache 1. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt mit der Qualität findet. Oder ob ich sie noch wieder ein bisschen hochstellen muss. Oder ob es vorher besser war. Weil zumindest Bieberfelde leckt dann nicht so. Ja, und ich hoffe, dass Wegberg dann auch nicht so leckt. Ich werde nochmal gucken, ob ich sie vielleicht doch ein, zwei Stufen wieder hochstellen kann. Ohne dass es leckt. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich sie hochstelle und das übelst leckt. Das wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben. Ja, das leckt ja bei dir, ja, ich weiß. Deswegen muss ich die nächsten Folgen da so ein bisschen rumexperimentieren, wie das ist. Ja gut, so nah hinten dran stehen ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Ja, das passt. So, genau. Zack, einmal behandeln. So, du holst die Trage und du stellst das Nav um. Ja, damit die nicht irgendwie im Weg rumstehen. Weil es gibt ja auch Leute, die das nicht so mögen, wenn da so Einsatzfahrzeuge im Weg rumstehen. So, und jetzt kannst du dich in RDW setzen und okay. Ja, hier ist auch Polizeikontrolle aufgebaut worden. Wollen wir mal gucken, ob wir hier gut kontrollieren können. So zwischen den Einsätzen. Ja, wenn wir überhaupt eine Ruhepause haben. Weiß man ja auch nie, ob es da irgendwie so mal so eine Zeit geben wird, wo überhaupt nichts los ist. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Polizeikontrolle mache, dann gibt das weniger Verkehrsunfälle. Weil ich hatte mal irgendwie eine Stunde lang gespielt. Ja, und hatte halt weniger Verkehrsunfälle. Oder beziehungsweise gar keine Verkehrsunfälle. So, zwei Fahrzeuge wurden rausgezogen. Eins mit 70. Gut, bei dem ist alles in Ordnung. Kontrollieren wir den anderen. Der ist mit 20 km/h zu schnell. Das kostet dann Geld. Und zwar 35 Euro. Jetzt wird noch im Rettungswagen ein bisschen behandelt. Gut, und dann fahren sie ins Krankenhaus. Und während sie ins Krankenhaus fahren, machen wir hier so ein wenig Polizeikontrolle.
Ach ja, ich wollte auch mal fragen, wie, würdet ihr es wollen, dass ich auch mal stream? Irgendwie Bieberfelde oder Big Berg oder so, dass ich sowas mal stream? Ich habe ja schon mal Streams gemacht. Ne, früher, da hieß ich noch Blackbands LP. Ja. Und da habe ich LS-Streams gemacht. Also Landwirtschaftssimulator für die, die es nicht wissen. Da gibt es ja auch welche. So. Aha. Da kommt ja schon der nächste. Geschwindigkeit im zulässigen Bereich. Den Bus können wir nicht blitzen. So, kontrolliere ihn mal. In einem Monat läuft der TÜV ab. Gute Fahrt, okay. Hat nichts gemacht, darf weiterfahren. Also ein bisschen Polizeikontrolle. Mal gucken, ob wir so Leute finden, die irgendwie Verbrecher sind, gesucht werden. Das wär's ja noch. Wenn es in Bieberfelde sowas gibt, bei so einer Polizeikontrolle, sie werden gesucht, steigen sie aus. Ne? Das wird's ja noch. Das wird noch richtig geil sein. Naja. Ja, das dauert hier eine Weile mit dem. Komm, mach mal ein bisschen schneller hier. Langsam ist echt. Na komm. Wunderbar. Und da haben wir auch sofort den nächsten Notfall. Und zwar ist das eine Hypoglykämie. Gut, Schockzustand. Gut, da wird der RTW ohne Sonderrechte rausgeschickt. Ein Schockzustand bei einer Fastfood-Filiale. Ich weiß aber nicht, welche Fastfood-Filiale das ist. Da kommt ein roter Mercedes auf die Kontrollstelle zu. Den wollen wir mal kontrollieren. Ist aber soweit in Ordnung. Alles gut. Mercedes-Fahrer hat nichts gemacht. So, RTW ist gleich da. Ich habe ja schon das, also ich habe das schon mal gefragt, aber ich frage jetzt einfach nochmal, weil ich darauf einfach keine Antwort gekriegt habe. Also wie findet ihr das, dass ich auch mal Fahrzeuge ohne Blaulicht und Sirene hinschicke, wenn es einfach nicht nötig tut? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Findet ihr das gut? Zum Beispiel beim Sturz, bei einer Fraktur. Da fährt man ja auch nicht sofort mit, also da fährt man ja auch nicht mit Blaulicht und Sirene hin. Beziehungsweise kommt immer drauf an, was für eine Fraktur. Glaube ich. Ne? Offene Fraktur mit Blutverlust, da fährt man natürlich doch eher mit Sirene hin. Aber so beim gebrochenen Bein. Muss ja nicht sein. Was hat er denn da für ein... Aha. I love kann man nicht lesen. Okay. Ach, die haben jetzt richtige Uniformen gekriegt. Wie nice ist das denn? King des Monats. Der Double Chili ist King des Monats. Uha.
Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Findet ihr es gut, dass ich auch mal, dass ich Fahrzeuge ohne Sirene hin oder ohne Sonderrechte hinschicke, wo es wirklich nicht Not tut? Ach, verdammt, ich wollte hier den eigentlich annehmen. Mit Sonderrechten hinschicken. Da war ja was. Ne, weil ist ja nur eine Fraktur. Aber ich vergesse das halt manchmal, weil ich noch nicht so dran gewöhnt bin. Gewöhnt? Gewohnt? Keine Ahnung. Na komm. Was machst du da? Da sollst du gar nicht hin. So, stell dich einfach da hin und ist gut. Meine Güte. So. Erstmal einen Koffer holen. Bäh. Ah. Vor allem niemand hilft ihr, ne? Sie liegt da einfach so in der Lobby und so, ja. Passiert, ne? Aha, ein adipöser Patient bei einer Fast-Food-Kette. Na gut, bei Burger King. Gut. Schwerlast-LW. Beziehungsweise ITW, wie der hier genannt wird. Bei uns heißt das Ding Schwerlast-RDW. Fertig. Schöner S-RDW. Was machen die hier? Eine Berichterstattung über das Hotel, oder? Scheint so. Presse. Vor allem hier oben ist einfach Polizeipräsenz. Ne? Richtig groß Polizeipräsenz und unten fährt nur, steht nur so ein Auto. So, dann brauche ich nochmal ein Team auf dem Bahnsteig und eins hier auf dem Parkplatz. Stimmt, die habe ich ja alle hier hingefahren, damit sie die Stadt ein wenig sicherer machen. Es gibt nämlich eine Bedrohungslage im Biberfelde. Was genau wissen Sie nicht? Es gab nur einen Tipp, dass irgendwas passieren soll. Und da hat die Polizei natürlich gedacht, da warten wir jetzt nicht, bis irgendwas passiert, sondern wir zeigen so ein bisschen Präsenz und dann gucken wir, ob die das dann wirklich noch durchziehen. Ja, irgendwas Größeres sollte passieren. Ne, haben einen anonymen Tipp gekriegt. Aber genau ins Detail sind die halt nicht gegangen. So, zack, Notarzt schaut sich den Patienten schon mal an. Du sollst ihn dir anschauen und nicht irgendwie komisch in der Gegend rumrennen. Okay. Was gibt's? Wird ausgeführt. Bin unterwegs. So, zack, Übergabe wurde gemacht. Wird umgehend durchgeführt. Status 2. Höre. So, du fährst ins Krankenhaus. Wunderbar. Gut, dann kann ich mich weiter um die Polizeikontrolle kümmern. Mann, dieses Licht nervt gerade. Ne, für euch zu Verständnis, ich habe hier neue Lampen beziehungsweise neue Glühbirnen eingebaut, weil die alten kaputt waren. Und jetzt eine davon geht immer an und aus und an und aus und das nervt. Irgendwie ein paar Minuten ist sie aus, dann geht sie wieder an, dann wieder ein paar Minuten aus, dann geht sie wieder an und das nervt halt. So. Dann wollen wir mal gucken. Geschwindigkeit im zulässigen Bereich. Mal gucken, ob er irgendwie Dreck am Stecken hat.
Das wär's ja noch. Ja. Träger am Stecken hat er anscheinend. Er will auch nicht aussteigen, deswegen wird er abgeschleppt. Einer zu weit weg vom Zielpunkt. Meine Güte. So, abschleppt, Fahrzeug alarmiert und auf dem Weg zur Einsatzstelle. Wunderbar. Zweiter Einsatz ist durch. Innerhalb von einer Viertelstunde. So, den Schockzustand, der kommt auch noch ins Krankenhaus. Ja, dann warten wir mal auf den nächsten Einsatz. Komisch, in der Aufnahme passiert irgendwie nie so wirklich was. Habe ich das Gefühl. Es kommen keine Einsätze richtig rein, sondern nur irgendwie für den Rettungsdienst. Aha, da ist ja schon der nächste. So, dann wollen wir den mal kontrollieren. Gut, der hat nichts am auf dem Gerbold. Ah, schon wieder ein Rettungsdiensteinsatz. Fahrzeug 24. Und zwar haben wir hier eine Asystolie. Fahrzeug 21. Weg, weg, weg. Gut. Notarzt und RDW sind auf dem Weg zur Einsatzstelle. Das ist wunderbar. Aha. Auch schön, dass er einfach so in eine Polizeikontrolle reinrennt. Ja. Interessiert mich eigentlich nicht, aber... Ne? So, Herr LKW-Fahrer, jetzt machen Sie mal Platz hier. Oh Mann, so liegt die Person. Ah, Person liegt hier, wunderbar. Stellt ihr einmal das Neff hin. Und den RTW. Fahrzeug 24. So, Notarzt steigt aus und guckt sich die ganze Sache erstmal an. Ein Bauarbeiter mit einem Herzinfarkt. Warnblinker an. Aha, wir haben einmal Pol Raub. So, zack, festnehmen. Das war natürlich nicht die Bedrohungslage, die gemeint war. Was ist das denn für einer?
Ne, das wäre nämlich auch ein bisschen komisch gewesen. Es wird was passieren, was ganz Schlimmes. Ladendiebstahl. So, zack, pack ihn da mal rein. Ich will mal wissen, ob bei so einer massiven Präsenz, ob das sich auch irgendwie auswirkt. Ne? Dass weniger Straftaten begangen werden, wenn die Polizei so massiv gerade Präsenz zeigt. Weil das scheint ja beim Dings scheint das zu funktionieren. Zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht. Wenn die Polizei also Kontrollen durchführt, dann gibt es weniger Verkehrsunfälle. Zumindest hatte ich noch nie einen Verkehrsunfall, wenn ich wirklich intensiv Kontrollen durchgeführt habe. So, alles in Ordnung. Und der nächste, hat der irgendwie was? Nee, auch alles in Ordnung. Wunderbar. Keine Kriminalität feststellbar. Mach mal so die Polizeikontrolle. Ja, das Fahrzeug kann man kontrollieren, aber da passiert dann nichts. Ne? Und sagte dir irgendwie, ja, Wassertanklogik wurde ausgeschaltet und so. Ah. Florian Bieberfelder 1 RDW1 mit Voranmeldung Intensivbett. Kommen. Ja, hier Leitstelle Bieberfelde. Ein Intensivbett, Voranmeldung fürs Waldkrankenhaus kommen. Ja, hier 1 RDW1, verstanden, Ende. Ja. Na komm, ich brauche hier neue Einsätze oder ein Fahrzeug. Aha, da kommt ja jemand, den kann ich kontrollieren. Geschwindigkeit im zulässigen Bereich, das ist doch gut. Was fährt er für ein Auto? Citroën, okay. Nee, warte, das ist glaube ich ein Seat, ne? Genau, das ist ein Seat. So, wir haben hier einmal Pol Gewalt. So, da werden jetzt gleich mal zwei Streifenwagen hingeschickt. Eine Person ist verletzt. Eine weitere Person wird attackiert. Festnahme. Nimm ihn mal fester. Unterstützen. So. Die anderen rufen jetzt mal einen Rettungswagen für die Person. So, zack, Status 2. Status 2. Apropos Status 2. Muss ich auch immer darauf achten, dass hier alles. So, die können wieder Streife fahren.
Na, RTW ist auf dem Weg zur Schlägerei. Da fahren die natürlich mit Blaulicht hin. Weil gemeldet war ja Schlägerei. Und aus einer Schlägerei kann ganz schnell eine Messerstecherei werden. Was nicht so cool ist. Einmal Person versorgen. Was sagt denn die Kontrollstelle? Ja, Kontrollstelle sagt, ist alles in Ordnung. Ja, wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie lange geht. Ah, die Aufnahme geht noch 3 Minuten. Das heißt, ich werde so. Na gut, ich werde das noch lassen. Ich wollte jetzt gerade Dings Einsatzstopp machen, aber ich lasse das erstmal so. Wer weiß, vielleicht passiert noch was. Na komm. Gut, ab ins Krankenhaus. So, Polizei muss auch wieder rausgeschickt werden. Na komm. Streifendienstroute 1. Muss ich noch irgendwelche Polizeifahrzeuge wieder rausschicken? Nö. Sieht nicht so aus. Doch, hier den, genau. Der muss wieder raus. Auf der Straße. Was machst du denn hier? So, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist das so. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, klickt auf Abonnieren und auf die Glocke, dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Und auf Wiedersehen.